Tiere. Das steilste Stück der Abfahrt liegt jedoch noch vor ihm. Hier, wo die Strecke oft nur wenige Meter breit ist, muss der Zug besonders vorsichtig geführt werden. George Andrejka hat es geschafft. Nach über 5 Stunden konzentrierter Fahrt ist die wertvolle Fracht wohlbehalten im Waldbahnhof und kann entladen werden. Nur ein Heuwagen steht noch im Weg. Für den Feuermacher der Kosia geht ein wichtiger Tag zu Ende. Er ist seinem Traum, eines Tages Lokführer im Wassertal zu werden, ein großes Stück näher gekommen. Und das gilt es jetzt bei Emmerich Schmidt zu feiern. Guten Tag, grüßt euch. Wo sind die Gläser, um den frischen Schnaps zu kosten? Sofort, sofort, einen Moment. Ich habe gehört, dass du heute eine Prüfung hattest. Wie ist es gelaufen? Prima, ich bin jetzt fast Lokführer. Dann musst du ja nur noch ein bisschen zur Schule gehen, um qualifiziert zu sein. Bis Gott. Das schmeckt so gut. Besser als dort oben bei den Schäfern. Aber die Schäfer sind ja jetzt auch schon längst auf dem Weg ins Tal. Da! Das sieht gut. Bringt doch die Bank darüber. Weg von dem Rauch. Oh, er brennt blau. Mann, ist der gut. Der hat zwischen 48% und 50%. Na, bist du zufrieden mit dem Brand? Sicher. Schau mal, der ist ganz klar. Lasst uns trinken. Vor allem auf George und seine Prüfung. Dann auf Emmerich, dass er so einen guten Schnaps gebrannt hat und gesund bleiben soll. Auf unser Wassertal und unsere Bahn. Dass wir immer Holz holen und Zuika kochen können. Zum Wohl. Ist der gut. Wenn ihr mir den Beruf beigebracht habt, bringt mir doch auch noch bei, wie man trinken soll. Mann, ist der stark. In früheren Zeiten, so erzählen die Alten mit Augenzwinkern,
hat ganz oben im Wassertal einst ein riesiger Baum gestanden. Über diesen sind die ersten Menschen aus dem himmlischen Paradies heruntergestiegen. Seither leben die Menschen hier im Tal. Wann sie aber hergekommen sind, kann man heute nicht mehr sagen. Es wird wohl schon vor sehr langer Zeit gewesen sein.